Drei kleine Jungs sitzen im Sandkasten und da sagt der eine, mein Papa ist der Allerwichtigste der Welt. Und die anderen fragen, ja, wieso das denn? Er sagt, mein Papa, alle nennen ihn Exzellenz. Der zweite Junge sagt, mein Papa ist viel wichtiger. Alle Menschen nennen mein Papa Majestät. Der dritte kleine Bub, mein Sohn Berend, sitzt da auch und guckt ein bisschen betrüppelt, weil er weiß nicht gerade, was er sagen soll. Und dann plötzlich klärt sein Gesicht auf und sagt, mein Papa ist der Allerwichtigste von allen. Die beiden anderen gucken ihm an, weil die wissen, dass der Sohn von einem Kavallerieoffizier, wieso kann der da der Wichtigste sein? Ja, sagt er, mein Papa ist der Allerwichtigste, weil jedes Mal, wenn er was sagt, sagt jeder, oh mein Gott. Es gibt zwei Gründe, weshalb ich diesen Witz, und ich hoffe, Sie haben es als Witz auch verstanden, erzähle. Erstmal, weil es hat einige gegeben, die haben gesagt, da kommt der Vortrag von Franz Feskens und die wird bestimmt auch humorvoll sein. Ich weiß nicht, ob er humorvoll ist, deshalb habe ich gedacht, ich mache mal vorab ein bisschen was. Der wichtigste Grund ist aber, dass Sie sich damit einschießen können auf mein Persisch. Ja, das ist nicht so einfach, weil das Akzent ist doch immer wie noch bemerkbar, dass es nicht so genau aus dieser Umgebung stammt. Und dann können Sie sich jetzt mal anpassen und wenn das jetzt so ist, kann ich den Vortrag anfangen. Meine verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Und es freut mich, einen Vortrag zu halten über Neustadt und die Niederländer. Eine wunderbare Geschichte. Hier noch mit einem Fragezeichen. Und ich hoffe von Herzen, dass am Ende der Vortrag das geklärt ist. Ich werde in dem Vortrag einiges über die Niederländer erzählen, die schon vor Jahren in der Pfalz gekommen sind, sich da niedergelassen haben. Insbesondere werde ich dann eingehen, tatsächlich auf das Jahr 1993, wo plötzlich ein Anzahl Niederländer mehr in Neustadt reingekommen sind. Um das Verständnis für die Niederländer ein bisschen zu erläutern, werde ich was über die Niederländer erzählen und die kulturellen Ergebenheiten da. Vielleicht sehen Sie da einige Übereinkünften oder auch nicht. 2013 gingen die wieder. Wieso? Warum? Eindrücke, die wir hier aufgetan haben und unterschiedliche Art, werde ich versuchen, mal etwas kurz auch zu erläutern, was wir dann so empfunden haben in Neustadt aus Perspektive von einem Niederländer und welche Spuren wir so hinterlassen haben. Vorweg erstmal, es gibt auch viele Übereinstimmungen zwischen Niederländer und der große Bruder im Osten. Natürlich, weil es ein westgermanische Sprache ist und in Altniederländisch heißt Ditsch auch die niederländische Sprache, so wie das Deutsche Deutsch für die Sprache steht. Und daraus haben die Engländer dann Dutch gemacht, wenn die auf die Niederländer deuten oder von denen sprechen. Aber auf Niederländisch sagt man auch, nehmt die Platz. Wenn ich das buchstäblich übersetzen würde, heißt das, platzen Sie sich. Und für uns ist das Meer ein See und das See ein Meer. Also das ist genau andersrum wie in Deutschland. Und als Niederländer fragen wir uns dann natürlich auch, ja, wieso sagt man auf Deutsch dann doch Seemann, wo der Seemann eigentlich aufs Meer geht? Und erst neulich sagte ich in einem Satz, die in den Niederlanden Hinterbliebene. Und darauf sagte ein Freund zu mir, wenn du nicht meinst, dass die verstorben sind, dann sollst du besser sagen, die daheimgebliebene oder Hinterbliebene. Also das sind diese feinen Unterschiede. Das braucht wahrscheinlich noch ein paar Jahre, bis ich das alles verinnerlicht habe. Und so gibt es doch einige Sachen auch von der Kultur aus, die nun mal unterschiedlich sein, aber auch eine bestimmte Herausforderung geben. Also einige Fettnäpfchen, wo man bei der Übersetzung von Niederländisch auf Deutsch reintreten kann. Es gibt viele Worte in die niederländische Sprache, die wir als Germanismen bezeichnen. Zum Beispiel bedeutend,
bedeutend, notwendig, notwendig und auch überhaupt. Und überhaupt ist auf Niederländisch auch überhaupt. Heute Abend werden Sie bestimmt viele Hollandismen hören. Übrigens ist Friesisch auch eine offiziell anerkannte niederländische Sprache, wird aber vornehmlich in Friesland gesprochen. Die Pfalz und Neustadt haben eine lange Geschichte von Zugezogenen aus fremden Orten und Ländern. Erstmal gibt es Spuren von Kelten und Römern, es gibt Hugenoten aus Frankreich, Juden aus dem Osten, Niederländer und noch andere aus anderen Teilen von Europa. Nach dem Bauernkrieg und der Pest war die Bevölkerung so reduziert worden, dass man in der Pfalz gesagt hat, komm bitte her. Und da hat man Steuerfreiheit und Land angeboten, um die reinzulocken. Es gab Schweden, wieder Franzosen in der 30-jährigen Krieg unter Napoleon. Und nach dem Zweiten Krieg kamen dann auch noch die Amerikaner und das Gastarbeiter aus Italien, Griechenland und Türkei. Und mehr rezent Asylsucher aus Syrien und Ukraine. Die Gründe für die Migration waren vielfältig und reichte von wirtschaftlicher bis in politische Gründe, aus religiöser Verfolgung oder Vertreibung. Es ist sehr schwierig, obwohl Frau Dr. Funk es heute vorher schon mal einige erwähnt hat, schwierig, um niederländische Persönlichkeiten zu nennen, die in die Pfalz gezogen sind. Die meisten von ihnen waren ja in erster Linie Handwerker und Händler, von dem wenig bekannt ist. Vor allem in Frankenthal und in Lambrecht ist es bekannt, dass größere Gruppen aus den damaligen Niederlanden als tüchtige Handwerker sich da niedergelassen haben. Es waren vor allem Wallonen, die als Tuchmacher ihre Expertise mit in die Pfalz brachten. Und in Lambrecht kann man es noch immer gut sehen an das schön renovierte Wallonenhaus. Die Niederländer kamen auch in die Pfalz, um Holz zu holen aus dem Pfälzer Wald für den Bau ihrer Schiffe und ihrer Häuser. Das Casimiranium wurde, es ist eine berühmte Universität in der 16. Jahrhundert gegründet und wurde ursprünglich in 1475 erbaut als Augustiner, für die Augustiner Nonnen aus Kloster. In 1578 wurde es von Graf Johann Casimir in eine kalvinistische Universität umgewandelt und war nur wenige Jahre in Neustadt ansässig und dann wieder zurück nach Heidelberg. Es gab auch einige niederländische Professoren, die an Casimiram unterrichtet haben und damit beigetragen haben zu das kalvinistische Bildungsprogramm von Casimiranium und damit auch die intellektuelle Landschaft in der Pfalz und darüber hinaus mit geprägt haben. Es gab auch Studenten aus den Niederlanden und etwas später auch in die großen deutschen Unternehmen kamen viele Niederländer, wie zum Beispiel in der BASF. Und natürlich gab es auch Freiberufler sowie Physiotherapeuten, die auch noch immer anwesend sind. Nennenswert ist es noch, dass Lieselotte von der Pfalz eine direkte Nachfahrin von Wilhelm von Oranje ist. War. Sie war eine Urenkelin von Wilhelms Tochter Luise Juliana von Oranje, die in 1593 den Pfälzer Kurfürsten Friedrich IV. Heiratete. Lieselottes Vater, Kurfürst Karl I., Ludwig von der Pfalz, war ein Enkel von Luise Juliana und Friedrich IV. Und damit war Lieselotte von der Pfalz ein Nachfahrin der Oranje-Dynastie und hatte eine Verbindung zu Willem von Oranje, der Begründer von dieser Dynastie. Also in 1993 stieg der Anzahl von Niederländern in Neustadt an der Weidenstraße rasant an. Der Grund dafür war eine Reorganisation von der NATO und ich werde versuchen, das kurz zu erläutern
wobei ich versuchen werde, das in Kontext zu stellen, um den Begriff NATO weiter zu erläutern. Die NATO ist eine politische und militärische Allianz mit dem Zweck, Freiheit und Sicherheit für ihre Mitglieder zu garantieren. Der Nordatlantikrat ist das wichtigste politische Entscheidungsgremium der NATO. Und jeder Mitgliedstaat hat einen Sitz in diesem Rat. Und die Entscheidungen sind alle konsensbasiert. Wenn eine Umsetzung politischer Entscheidungen auch militärische Auswirkungen hat, dann geht es in das Militärkomitee, das aus den Generalstabschefs der NATO-Mitglieder zusammengesetzt ist. Unterstützt durch einen internationalen Militärstab und die NATO-Kommandostruktur werden die Einsätze dann koordiniert und ausgeführt. Die NATO hat selber nur wenig ständig verfügbare Streitkräfte. Diese werden durch Mitglieder auf freiwillige Basis zur Verfügung gestellt. Das Wichtigste, was die NATO militärisch zustande gebracht hat, ist die Standardisation von Prozedere und die Interoperabilität zwischen den Streitkräften der Mitgliedstaaten. Die Desintegration vom Warschau-Pakt und der Fall der Mauer in 1989 waren ein Wendepunkt und führte zu einem neuen NATO-strategischen Konzept. Weg vom staatlichen Verteidigung, so wie Sie hier sehen, so war es mal, zu einem flexibleren Einsatz. Die Kommandostruktur von der NATO wurde von 78 Hauptquartiere auf 20 Hauptquartiere reduziert. Politisch wurde die Entscheidung getroffen, dass es zu einer Erweiterung kommen sollte. Und die Anzahl von Mitgliedstaaten ist von 16 im Jahre 1990 auf 31 jetzt. Und ich nehme an, dass bald Schweden auch zutreten wird, hoffe ich mal. Dann wird es auf 32 erhöht, also eine Verdopplung. Das Personalbestand, das im Jahr 1990 in der Hauptquartiere gearbeitet hat, war um die 50.000. Und obwohl die Hauptquartiere reduziert worden sind, ist durch die Erweiterung von Ländern, die Mitglied geworden sind, und neue Aufgabe, das Personalbestand jetzt um die 70.000. Die Hälfte davon sind Zivilbeamten, die aus dem NATO-Budget bezahlt werden. Und die andere Hälfte, der militäre Teil, wird von den unterschiedlichen Mitgliedstaaten bezahlt. Es sind immer wieder intensive Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten, wer welche Posten bekommt und welche Posten ein Land zu füllen hat. Es folgte eine Zusammenlegung von NATO-Hauptquartieren in München-Gladbach und in Heidelberg. Und so wurden die Heeresgruppe Nord und die Heeresgruppe Mitte umgeformt zur Heeresgruppe Zentral mit als Standort Heidelberg. Und auch bei der Luftwaffe war es so, dass München-Gladbach und Ramstein zusammengelegt wurden als Luftwaffe Zentral und in Ramstein ihr Standort bekamen. Dies alles bedeutete, dass auch die Niederlande Plätze kriegte in die neue Hauptquartiere Ramstein und Heidelberg. In dieser Zeit entflammte es auch auf der Balkan, wo auch das niederländische Militär eingesetzt wurde, das erste Mal außerhalb des NATO-Grundgebietes. Die Herausforderung für das niederländische Verteidigungsministerium war also, um Platz zu finden für ungefähr 125 niederländische Soldaten, wovon so 60 Wehrpflichtigen. Die Wehrpflicht in Niederlande wurde erst in 1997 aufgehoben. Mit Familie wurde es ungefähr 350 Personen. Und es war natürlich für die Planer mal zu gucken, wo kommt das geeignete Personal her und wo sollen die wohnen. Die Planer mussten auch nochmal rausfinden, was machen wir mit der Unterstützung? Welche Unterstützung werden die brauchen?
Man hat sich beschlossen, um so wenig möglich die Gruppe aufzuteilen, damit die Unterstützung am besten gewährleistet sein konnte. Die Kinder der Soldaten sollten natürlich eine Schule besuchen. Sollte das dann eine niederländische Schule sein, eine deutsche Schule oder vielleicht eine internationale Schule? Zu dieser Frage musste rechtzeitig Antworten gefunden werden, denn am 1. Juli 1993 war das offizielle Datum, dass das Hauptquartier aufgestellt werden sollte. Hier der Campbell Barracks, was das Hauptquartier-Location war. Hier eine Luftaufnahme, hier natürlich Heidelberg selber. Hier die Inauguration vom Hauptquartier und hier der Frontansicht. Wenn man heute durch Heidelberg geht und da in diese Campbell Barracks guckt, ganz anders geworden. Sehr schön, muss ich sagen. In das neue Hauptquartier arbeiten ungefähr 500 Personen aus 6 Ländern, Belgien, Kanada, Deutschland, Niederlande, Großbritannien und Amerika. Im Jahre 2000 kamen noch 5 Nationen dazu, aus Tschechien, Ungarn, Italien, Norwegen und Polen. In Heidelberg, wo auch all die anderen Länder auf der Suche nach Wohnungen waren, hat man nichts finden können, um alle Niederländer unterzubringen. Die Wehrpflichtigen werden erstmal in amerikanische Kaserne in Pettenbergs untergebracht. Eine Lösung wurde gefunden, indem jemand gesagt hat, es gibt ehemalige französische Wohnanlage in Neustadt an der Weinstraße. Es war nicht gerade Arbeitsplatz näher, weil es waren immerhin fast eine Stunde fahren, aber also man hat gedacht, es liegt auch in der Mitte von Heidelberg und Ramstein. Also hat das auch wieder seine Begründung gehabt. Also nahm man die Renovierung der Liegenschaft schnell im Angriff, um die Wohnungen noch rechtzeitig fürs Eintreffen der Familie fertigzustellen. Der Beschluss wurde gefasst, eine niederländische Schule zu errichten. Und der sollte vor Anfang des neuen Schuljahres 93-94 fertig sein. Zuerst war die Umbloh-Schule, jetzt Teil der Schubert-Schule in der Wieselstraße, als niederländische Schule vorgesehen. Neustadts damaliger Oberbürgermeister, Dr. Weiler, war allerdings anders informiert. Peinlich war es, als Oberbürgermeister Weiler im Namen der Gemeinde Neustadt die Egole Bernard Hublot mit 9 Lokalen und einer Wohnung festlich übernehmen wollte von der französischen Kommandeur Oberst René Gosse. Dann aber der stellvertretende Chef vom Bundesvermögensamt, der auch zur Stelle war, dies verhinderte, weil es den Niederländern versprochen war. Nach intensiven Verhandlungen ging die Umbloh-Schule dann doch an die Stadt und durfte die Niederländer ihre eigene Schule bauen. Mit Hilfe von der Stadt wurde schnell ein geeigneter Platz gefunden an der Landwehrstraße und innerhalb von 4 Monaten wurde da eine Schule fertiggestellt. Die Schule wurde dann ein multifunktionelles Gebäude, das sogenannte 3-in-1, wo Schule, Gemeinschaftshaus und Verwaltung untergebracht waren. Mit Sportmöglichkeiten, ein Dutch Army Shop, wo man typisch niederländische Produkte, Alkohol, Zigaretten steuerfrei und natürlich Pindakaas, Erdnussmutter, Haarschlag, Frikadelle, Pepermint, Pfefferminz, Drop, Lakritz, all diese Sachen konnte man da kaufen. Am Sonntag wurde ein ökumenischer Gottesdienst gehalten in der niederländischen Sprache. Und in das Gemeinschaftshaus wurde die nationale Feiertage, wie Königinnentag, jetzt Königstag, und Silvester und Weihnachten und natürlich auch Sinterklaas gefeiert. Sinterklaas ist in den Niederlanden ein riesiges Fest für die Kinder, wo man schon Wochen vorab ein Narrativ über die Fernseher laufen lässt von das Schiff, das aus Spanien weggezogen ist Richtung die Niederlande und allerhand Probleme mit sich bringen und die Kinder schon fiebern, dass er nicht rechtzeitig da ist. Er wird empfangen in einem Hafen und mit viel Jubel im Fernseher, alles dabei,
reingeholt. Und dann ab diesem Moment dürfen die Kinder dann auch eine Schußstellen für den Kamin, natürlich mit Karotte und Hafer drin und einen Münzzettel, damit alles seine Richtigkeit hat. Und Wunder, oh Wunder, nächster Tag Karotte, Hafer weg, Münzzettel auch und da liegt ein kleines Geschenk drin. Dann sind die alle wieder froh. Und am 5. Dezember, dann ist das große Feier. Bei dieser Veranstaltung wird auch reichlich mit Pepernoten gestreut, sogenannte übersetzt Pfeffernüsse. Und im Nachhinein im Foyer werden Sie eine Probe davon kosten können. Es war doch immer wieder ein kleines Wunder auch, als in der niederländischen Gemeinschaft in Neustadt am 5. Dezember die Kinder doch ihre Geschenke bekamen, wo der Nikolaus doch erst am 6. Dezember in Deutschland ankam. Die Schülerzahl in der Schule lag so zwischen 75 und 100 Schüler, im Alter von 4 bis 14 Jahre. Und nach einer Erweiterung von Studienangebot wurde das auf 17 Jahre erhöht. In 1994 schreibt die Rheinpfalz: Sie kennen weder hitzefrei noch die Note 1. Sie duzen ihre Lehrer, nehmen keine Ranze mit in die Schule und machen so gut wie keine Hausaufgaben. Dafür haben sie jeden Tag von 8.30 Uhr bis 14.30 Uhr Unterricht und das bei einem einzigen Lehrer. Die 77 Kinder in der Neustadt lebende holländische Soldatenfamilie lernen nach einem anderen Schulsystem. Und ein Besuch in der von einem Jahr neu eröffneten holländischen Schule in der Landwehrstraße zeigt, der Unterricht ist für unser Verständnis ebenso ungewöhnlich wie interessant. In 1993 wurde auch eine Besichtigung der Wohnungen durchgeführt, als auch von der fast fertigen Schule. Bei wunderbarem Wetter wurden die zukünftigen Neustädter von ihrem neuen Oberbürgermeister empfangen und auf einem Spaziergang lernten die die Stadt kennen. Es wurde gestaunt über den Saalbau mit ihren vielen Möglichkeiten, der gemütliche Marktplatz, all die wunderbaren Fachwerkhäuser, die bei den Niederländern gleich ein Urlaubsgefühl auslösten, und sie sahen die Elbe-Britsche-Brunne und kamen zu dem Schluss, dass dies der richtige Ort war, um sich niederzulassen. Hier kam der Wein aus einem Brunnen. Die Wohnungen, die für die niederländischen Familien rechtzeitig fertig sein sollten, waren nicht alle rechtzeitig fertig. Außer die in der Weinbergstraße, Dognalstraße und die Pfalzgrafenstraße. Das Hauptquartier konnte aber nicht länger auf sein Personal verzichten. Und so blieben einige Frauen und Kinder länger in den Niederlanden und wurden die Männer so lange im Page-Hotel, das heutige Ascher-Hotel, untergebracht. Aber nur für die Arbeitswoche. Am Wochenende kamen andere Gäste, mussten die Niederländer ab in den Niederlanden oder zu Page-Hotel in Hockenheim. Das Vorteil war, dass man sich gut kennenlernte. Abends in der Bar oder auch in der Stadt und morgens beim Frühstück. Das Busunternehmer Wolf hat gute Geschäfte gemacht mit all die Fahrten hin und her nach Heidelberg. Im Dezember konnte dann doch die letzte Niederländer ihre Wohnungen beziehen in der Konrad-Adenauer-Straße und in die Martin-Luther-Straße. Viele waren aber nicht zufrieden mit den Wohnungen, die viel zu knapp bemessen waren für eine vierköpfige Familie und sehr hellhörig waren. Als das Personalamt und die Gewerkschaften zu Besuch kamen, um sich vor Ort ein Bild zu machen, geht die Geschichte, dass der General vom Personalamt eingeladen war auf einen Kaffee bei einem Bewohner. Und der Bewohner hatte zu seiner Nachbarin gesagt: Du, hör mal, wenn der General hier ist, dann musst du mal richtig Krach machen, damit er richtig mitkriegt, dass das hier hellhörig ist. Also der General kam, kriegt seinen Kaffee und oben war ein Riesenkrach. Aber die gute Nachbarin hat es so gut gemacht, dass plötzlich was Staub von der Decke kam und der Stab von der Staubsauger sichtbar war. Durch die Decke.
Und so wurden nach einigen Jahren ein Großteil der Wohnungen wieder abgestoßen und ist man auf den freien Markt nach Wohnungssuche gegangen. Auch wurde in der Siedlung in der Goyastraße 34 neue Häuser gebaut. Für das Personal von der Luftwaffe wurden in erster Linie Wohnungen in Zweibrücken eingemietet und später in Rodenbach, wo auch an der Dependance von der Schule untergebracht wurde. Am Anfang war die Arztpraxis in der Martin-Luther-Straße. Der Zahnarzt hatte einen mobilen Zahnarztbus, womit er die Locations auch abfahren konnte. Die geistliche Versorgung war auch in der Martin-Luther-Straße und die Marschaussee, die Militärpolizei, war in der Braunschweiler Hofstraße. Die Unterstützungskompanie war verteilt auf Heidelberg und Ramstein. Der rangshöchste Offizier in Neustadt war wie ein Art Bürgermeister für das niederländische Militär und ihre Angehörige und trat auf als Kontaktperson zu den Behörden von der Stadt, im Hauptquartier als Vertreter seiner Nation und mit den nationalen militärischen Instanzen war er nah recht verbunden. Es gab auch viele Veranstaltungen. Man wurde geladen auf Feste, Veranstaltungen und Besprechungen, zivil von der Stadt und Militär als Repräsentant seiner Nation. Und wo man geladen wurde, musste man auch natürlich einladen, lud man auch ein. Auf jeden Fall auf den nationalen Feiertag, Koninginnetag, jetzt Königstag. Das Haus auf der Ecke Viehberg-Waldstraße war in der Zeit, als die Franzosen noch in Neustadt waren, als Kommandatur benutzt worden und vom niederländischen Militär den Standort Ältester zur Verfügung gestellt. Da wehte dann auch regelmäßig die rot-weiß-blaue Fahne. Ende 2002 wurden Büros eingemietet in der ehemaligen französischen Touraine-Kaserne, heute Quartier Ornbach. Damals schon Quartier Ornbach. Und alle Unterstützungselemente wurden da zusammengelegt. Wenn man hier das Gebäude sieht, das ist jetzt, wo die Gedenkstelle ihr Museum hat. Für NS-Opfer. Jetzt erstmal mehr über die Niederlande oder wie man hier am meisten noch sagt, Holland. Wo kommen die eigentlich her und wie sieht es da aus? Die Niederlande, informell Holland, sind einer der vier autonomen Länder in das Königreich der Niederlande. Im Norden und Westen begrenzt von der Nordsee, im Süden Belgien, im Osten Deutschland. Mit etwa 41.500 Quadratkilometer sind die Niederlande etwa so groß wie das angrenzende Bundesland Niedersachsen und mit ca. 17,5 Millionen Einwohnern leben in den Niederlanden etwa so viele Menschen wie in Nordrhein-Westfalen. Zum Gebiet der Niederlande gehören neben den 12 Provinzen das europäische Teil, die Karibikinsel Bonaire, Sint-Eustatius und Saba, die besondere Gemeinde des Landes sind. Weitere niederländische karibische Gebiete sind kein Teil des Landes Niederlande, sondern autonome Länder im Königreich der Niederlande. Das sind Aruba, Curaçao und St. Maarten. Wasser hat immer eine sehr wichtige Rolle gespielt in den Niederlanden. Große Deichbrüche gab es im 20. Jahrhundert, im Jahre 1916, 1928 und 1953 und führte zu vielen Maßnahmen. Hier noch zu sehen, der Zuiderzee in offener Verbindung mit der Nordsee. Mit der Trockenlegung von einigen großen Seen und dem Bau von der Afsluitdijk im Jahre 1927 angefangen, 1932 beendet, 32 Kilometer lang und 9 Meter hoch, wurde Nordholland mit Friesland verbunden und wurde der Zuiderzee das IJsselmeer. Das wurde da auch mal wieder
in Teile trockengelegt. Und so ist in 1986 die Provinz, neue Provinz, die 12. Provinz Flevoland entstanden. 5 Meter unter Meeresspiegel. Pläne, um das Trockenlegen weiter zu erweitern, von der Marke Meer, sind vorläufig auf Eis gelegt, weil es zu viele Proteste dagegen gab. Nach der großen Flut in 1953 wurde das sogenannte Delta-Werk ausgeführt, ein gigantisches Netz von Sturmflutquerungen, Währungen in der Rhein-Delta. Auch mit Maßnahme in die großen Flüsse Rhein und Maas mit vielen Abzweigungen, die die Niederlande in einem Nord und Süd von den großen Strömen unterteilt. Wären die Deiche nicht da, dann würde so ungefähr 27% von den Niederlanden unter Wasser stehen. Noch einige Kenndaten und als Royalist fange ich mal an mit unserer Königsfamilie. Die Niederlande ist eine konstitutionelle Monarchie. Und nach 4 Königinnen, Königin Emma, von deutscher Herkunft aus Hessen, Königin Wilhelmina, Königin Juliana, Königin Beatrix, alle 3 verheiratet mit einem Deutschen. Also die Bande zwischen Niederlanden und Deutschland sind intens gewesen. In 2013 wurde Willem-Alexander der neue König und er heiratete diesmal keine Deutsche, aber eine Südamerikanerin, Königin Maxima. Und das bringt jetzt nochmal ein bisschen südamerikanisches Temperament in das überwiegend kalvinistische Niederlande. Die 3 Töchter von den beiden, Katharina, Amalia, Alexia und Ariane, wobei der Prinzessin von Oranje, Katharina Amalia, bestimmt ist als Thronfolgerin nach das Versehen von Willem-Alexander. Unsere Kronprinzessin wird übrigens morgen, 7. Dezember, 20 Jahre alt. Die Hauptstadt der Niederlande ist Amsterdam. Und hier sehen Sie das Palast auf der Dam, wo auch die Freiheitsstatue ist, ein großer Platz in den Niederlanden. Und ist gebaut als ein Rathaus 1648 bis 1655 auf 13.659 Pfählen. Wie man früher in der Schule noch gelernt hat, das Jahr hat 365 Tage, 1 dafür, 9 dahinter, auf so vielen Pfahlen ist das Palast gebaut worden. Der Regierungssitz ist in 's-Gravenhage oder Den Haag, zoals man auch sagt, hier das Buitenhof. In dieses Türmchen ist der Amtssitz von der Ministerpräsident, der Bundeskanzler. Und darinnen, im Innenhof, hier ein Bild davon ist, wird jeder 3. Dienstag im September die sogenannte Thronrede gehalten, wo der König die Absichten der Regierung für das nächste Jahr vorliest. Die Ankunft von der König ist doch immer ein Spektakel, wobei es eigentlich seit einigen Jahren nicht mehr so ist, dass die goldene Kutsche benutzt wird, weil es da Proteste gegeben hat gegen die koloniale Vergangenheit. Offizielle Verhandlungsfarbe ist Oranje, das Reichswappen ein Löwe. Rotterdam als wichtigster Durchfuhrhafen für das Ruhrgebiet ist auch der größte Hafen Europas. Käse, Milch, Blumen, alles bekannt natürlich. Tulpen nicht nur aus Amsterdam und Expertise im Wassermanagement sind wichtige Exportprodukte. Aber auch viele Hightech-Produkte wie Chipmaschinen werden in den Niederlanden produziert und exportiert. Ausführlich auf die Geschichte der Niederlande einzugehen, würde den Zeitrahmen von diesem Vortrag weit überspringen. Also kurz die wichtigsten Ereignisse. 1581 haben 7 Provinzen gesagt zu Philipps II. Von Spanien, wir möchten nicht mehr, dass unser König bist, der möchte unabhängig werden. Das fand er nicht so schön. Nach 80 Jahren Krieg ist in 1648 der Westfälische Friede
Und damit wird dieser Krieg beendet und entstand der Republik der Sieben Vereinte Niederlande. 17. Jahrhundert Epoche ist ein goldenes Zeitalter, wo die Niederlande, die Republik der Sieben Vereinte Niederlande, eine Großmacht wurde, eine Seegroßmacht und eine Handelsgroßmacht mit Handelsposten, Kolonien über die ganze Welt. Einer davon zu nennen, heutzutage kennt man es als New York, wurde gegründet als New Amsterdam, Neu Amsterdam. Napoleon hat sein Waterloo gefunden und die Niederlande wurde ein Königreich. Prinz Willem VI. Wurde König Willem I. Aber einige waren nicht so glücklich damit und Belgien machte sich unabhängig. Luxemburg gegenüber in eine andere erbfolgende Linie. Erster, Zweiter Weltkrieg war natürlich auch nicht so schön und in 1949 wurde Indonesien unabhängig. Was ich noch nicht draufstehen habe, ist 1975 wurde auch Suriname in Südamerika unabhängig. Traditionell sind die Niederlande eher atlantisch als zum Kontinent hin orientiert. Bei den letzten Wahlen, letzten Monat, gab es einen unerwarteten Rechtsruck und wurde der Partei für Freiheit von Geert Wilders der größte. Es wird schon gesprochen von der kleine Trump der Niederlande. Ob er auch Kanzler wird, ist noch nicht sicher, wo er nur, durch Anführungszeichen, 37 von 150 Sitze im Parlament hat. Das zweitgrößte Bündnis von Sozialdemokraten und Grünen holte 25 Sessel und die Liberalen, die erst 34 hatten, sind zurückgestuft worden auf 24. Es nahmen 26 Parteien teil an den Wahlen und 15 werden im Parlament kommen. Der offizielle Name des Landes heißt auf Niederländisch Nederland. Für die Niederländer selbstverständlich. Für die Deutschen hingegen heißt das Land Niederlande plural, was historisch gesehen auch schon mal war. In den Niederlanden wird als Umgangssprache oft auch noch von Holland gesprochen. Ich meine, in Deutschland wird das oft als Holland bezeichnet. Holland ist eine frühere Grafschaft im Westen von der Niederlande und es war einmal eine der mächtigsten Provinzen im Land. Und als die in der Welt rumgegangen sind und gefragt wurde, von wo kommen sie, haben die niemals gesagt, wir kommen aus der Republik der Sieben Vereinten Niederlande. Nein, die haben gesagt, wir kommen aus Holland. Und so ist das einfach in die Welt gesetzt worden. Im Niederländischen ist der Ausdruck Hollands oder Holländisch durchaus üblich, wenn dies ironisch oder auf Betonung der niederländischen Volksart gemeint ist. Und auch bei Fußball haben wir lautet die Selbstbezeichnung Holland, zum Beispiel im Schlachtruf Hüpp, Holland Hüpp. Mit als Zufügung, laat de Leo nicht in sein Hemd staan. Lass der Leo nicht in sein Unterhemd stehen. Im Niederländisch sagt man zu den historischen Regionen auch de lage Lande, da es in den Niederlanden kein Gebirge oder und nur wenige natürliche Erhöhungen gibt. So wie Frankreich die Niederlande Peiba und die Spanier die Niederlande Los Países Bajos nennen. Tja, was würde man als typisch niederländisch sehen? So wie man die Holländer kennt, Trachten, Klumpen, Holzschuhe. Vor allem vielleicht in der Bestrebung nach Freiheit, Gleichheit und Toleranz, was natürlich jetzt heute ein heißes Thema ist. Direktheit wird ab und zu als unhöflich erfahren wird. Es ist viel üblicher, um du zu sagen als sie. Und lockerer mit vielen Sachen umzugehen, wie zum Beispiel Coffeeshops, wo der Konsum von Softdrogen gebilligt wird. Und auch Sterbehilfe wird unter Umständen genehmigt. Der Humor ist oft selbstspöttisch, mit Absurdität verknüpft und oft auch sarkastisch.
wird oft als kritisch gesehen, bevormundet, berühmte Fingerchen wird von vielen gesagt, dass die Niederländer das machen. Es gibt eine Fahrradkultur. In fast allen Städten sind das Fahrradplätze, die vorhanden sind. Viele Fahrradfahrer. Sinterklaas, 5. Dezember. Karneval gibt es auch, Fasching, meist in die katholischen Gebiete. Die wichtigsten christlichen Feiertage sind nationale Feiertage. Die niederländische Küche, ein Mix von verschiedenen Einflüssen. Bekannt sind Stamppot, Mischmasch und Eintopfmahlzeiten. Und Indonesisch. Bei der Marine ist immer noch ein Tag in der Woche, dass es indonesische Mahlzeit gibt. Natürlich ein Überbleibsel aus der Zeit, dass Indonesien noch Niederländisch-Indien war. Und Fisch natürlich. Und der Fisch wird rau gegessen. Auch innerhalb von den Niederlanden gibt es natürlich große Unterschiede. Nicht zuletzt durch die Religion geprägt, katholisch und kalvinistisch. Tja, was haben die Niederländer da so gemacht in Neustadt? Es war wie eine kleine Gemeinde, aber in Neustadt gut eingebürgert, eingebunden. Eigene Kindergärten, eigene Schule, Polizei, Verwaltung, wo auch täglich die Post aus den Niederlanden besorgt wurde. Man ging zum niederländischen Arzt, Zahnarzt, kaufte ein in den niederländischen Laden und verbrachte Zeit im Gemeinschaftsraum. Am Sonntag ökumenische Gottesdienst in niederländischer Sprache. Aber alles im vielfältigen und engen Kontakt mit den deutschen Nachbarn. Natürlich wurde auch in die örtlichen Geschäfte eingekauft. Mit dem sogenannten Abwicklungsschein konnte man sogar ohne Mehrwertsteuer einkaufen. Und man hatte die sogenannten NATO-Nummernschilder, wodurch man freigestellt wurde von Straßensteuer. Und natürlich war man auch Mitglied in die unterschiedlichen Neustädter Vereine. In 1995 gab es eine erste heilige Kommunion mit 15 Kindern in der Jakobuskirche in Hambach. Teilgenommen wurde in viele Sportvereine und man nahm teil an der Winzerumzug. Wie Sie hier sehen, er steht darauf, holländische Käse und Pfälzer Wein werden immer Freunde sein, als Ausdruck von der innigen Freundschaft mit Neustadt. Wanderungen mit dem Pfälzer Waldverein, Erlebnistage und bei der Weinbruderschaft waren auch viele Mitglied. Und erstmal in der Neustadter Geschichte saß eine holländische Karnevalsprinzessin auf dem närrischen Thron. Ilse Timmer wurde Prinz Vino Palatina. Dann war natürlich auch noch die Arbeit, wo viele in operativen Einsatz gehen müssten. Meistens für ein halbes Jahr mit einem intensiven Vorbereitungsprogramm. In den Balkan, nach Kosovo, Irak, Afghanistan und auch für Unterstützung von anderen Hauptquartieren sowie in Neapel. Es waren meist schwierige Zeiten für die Daheimgebliebenen, weil die natürlich dann sich um alles kümmern mussten und auch die Ungewissheit, ob der Partner auch wieder gesund zurückkommen würde. Da war eine hechte Gemeinschaft und Verständnis von Freunden und Bekannten eine große Hilfe. Ein Highlight war das jährlich organisierte deutsch-niederländische Fest auf dem Marktplatz. Es gab ein Organisationskomitee, das fast das ganze Jahr damit beschäftigt war, für die Vorbereitungen, dass alles so gut wie möglich lief. Neben ihrer regulären Arbeit, versteht sich. Verhandlungen und Besprechungen mit der Stadt über elektrische und Wasseranschlüsse, Programmvorbereitungen und Absprachen mit Lieferanten und unterschiedliche Abteilungen des niederländischen Heeres, die eine wichtige Rolle spielte im Ganzen. Der ganze Markt und der Judischplatz wurde umgebaut in eine riesige Veranstaltung und mit Bands auf der Bühne, Vorführungen von typisch niederländischen Kunsthandwerken und natürlich der Ausschank, Verkauf
von niederländischen Produkten sowie Hering, Jenever und Käse. In 2003 gab es nach Anlass von 10 Jahren Niederländer in Neustadt ein ganzes Programm, das sich durch das ganze Jahr zog mit Veranstaltungen bei den unterschiedlichen Vereinen, gemeinsamen Wanderungen und Sportaktivitäten. Es wurde ein Buch ausgegeben und zusammen mit der Stadt ein Galaball organisiert, wo viele mit vielen prominenten Gästen im Saal waren. Als Symbol für die Freundschaft wurde die niederländische Gemeinschaft Tafeln überreicht, die am Ortseingänge von Neustadt die in sich innige Verknüpfung mit niederländischer Gemeinschaft in Neustadt zum Ausdruck brachten. Nach einer Reorganisation in 2002 folgte eine weitere Reorganisation in 2010 und das führte zu einer 30% Reduzierung von Personal und wurde die Anzahl von Hauptquartieren auf 7 beschränkt. Und damit wurde auch das Hauptquartier in Heidelberg aufgelöst. Im Jahr 2013 war es dann endgültig Schluss und blieben nur noch einige niederländische Posten beim Luftwaffe-Hauptquartier in Ramstein. Insgesamt haben in diesen 20 Jahren ungefähr 2000 Niederländer in Neustadt an der Weinstraße gewohnt. Und die allermeisten mit dem größten Vergnügen. Was auch abzuleiten ist an die vielen Anfragen, Anträge auf Verlängerung von der Auslandsstationierung von 3 auf 6 Jahre und für einige sogar noch länger. Und wieso haben die Niederländer es eigentlich so genossen? Ich denke, vor allem durch die burgundische Mentalität, die wir hier vor Ort angetroffen haben, hat wahrscheinlich auch mit der Weinkultur zu tun. Mit das gute Essen, die herrliche Umgebung, mit dem Pfälzer Wald und die Hüttenkultur, die Weihnachtsmärkte, die vielen Feste und Aktivitäten und die Spontanität der Bevölkerung. Die Auswahl an Weingütern mit ihren Vinotheken, ein Genuss. Schnell lernten wir auch, dass man ein bisschen mehr Zeit einplanen musste bei der Interaktion mit Pfälzer, weil man nahm sich Zeit für ein Babbeltje. Und damit konnte man auch so richtig entschleunigen. Wenn Freunde mir fragen, so, wieso bist du in Neustadt wohnen geblieben, dann habe ich immer eine kurze Antwort. Neustadt hat 9 Weindörfer. Neustadt und diese 9 Weindörfer machen 2 gute Feste pro Jahr. Das sind schon mal 20 Feste. Und da kommen noch einige dazu, wie zum Beispiel Mandelblütefest. Wo findet man sonst sowas? Für uns Niederländer war und ist es noch immer ein glückseliges Gefühl, wenn wir über die einzige niederländische Autobahn in Deutschland, die A61, der Nabelschnur nach den Niederlanden, die A65 aufdrehen und dann die Bergen sehen und das Hambacher Schloss. Die Schweizer würden natürlich sagen, das sind Hügel, ja, für uns Niederländer sind das Berge. Einfach ein wunderbar herrliches Urlaubsgefühl und auch Heimatsgefühl. Und dann noch die Nähe zu Frankreich. Einfach ein wunderschönes Fleckchen. Man staunte auch über die bürokratische Gepflogenheiten. Der Umgang mit Titeln, Autorität. Mit Kartenzahlen war vor einigen Jahren nur in wenigen Geschäften möglich. Das Internet war langsamer, als wir gewohnt waren. Die Infrastruktur passte auf viele Plätze nicht so bei einem wohlhabendes Land. Und die deutsche Gründlichkeit und die Vorliebe für Arbeitsgruppe ist gewöhnungsbedürftig, wenn man es nicht so gewohnt ist. Es gab auch einige, vielleicht sogar viele, Sachen, wo wir uns dann anpassen mussten. Oder was man als typisch deutsch bezeichnete. Als erstes würde ich mal sagen, die Vorliebe für Kuchen. Überall, wo man kommt, gibt es Kuchen. Und dann nicht ein Stück, nein, 2, 3. Und man kriegt schon das Gefühl, dass wenn man den nicht isst, dass man beleidigt ist. Also macht man es besser wohl. Wenn man da aus einer Kultur kommt, von wo man auf den Kaffee kommt und da einen Keks
präsentiert kriegt. Und dann natürlich der Trommel wieder schnell geschlossen wird. Dann ist das schon eine Riesenumstellung. Und im Gespräch wird dann auch oft gesagt, wo finde ich den besten Kuchen? Und dann reist man noch viele Kilometer, um dann diese beste Kuchen zu kaufen. Ich habe mehrmals das Glück gehabt, bei Veranstaltungen Gast sein zu dürfen, wo die Landfrauen das Dessert aufgetischt haben. So viele unterschiedliche Kuchen habe ich noch nie gesehen. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gab. Dann die Sternsinger. Wir haben hier die Wanderburschen und die Schornsteinfeger, die im vollen Ornat rumliefen oder anklingerte, das kannten wir auch nicht. Und dann natürlich noch das Pfälzisch. Wo die meisten Niederländer, falls sie nicht in Grenznähe zu Deutschland gewohnt haben, die deutsche Sprache nur gebrechlich sprechen, war das Pfälzisch dann nochmal eine extra Herausforderung. Selber hatte ich aber schnell heraus, dass man mit zwei Wörtern schon ganz weit kommen konnte. Ajo, was man natürlich in viele Tonarten sagen kann und dann mit, da hat es noch unterschiedliche Bedeutungen, ajo, ajo, ajo und allerhaupt. Und mit diesen zwei Worten konnte ich mich dann ab und zu rausretten. Die meisten von uns staunten aber auch nicht schlecht, als plötzlich ein Schupperglas rumgereicht wurde und jeder daraus trank. Und dann noch ein schiefer Sack. Und eine Dampfnudel, da war man aber gespannt, was man aufgetischt kriegte. Die Spuren, die von den Niederlanden hinterlassen worden sind, kann man noch immer sehen. So sind einige Niederländer geblieben, einige sind zurückgekommen und fühlen sich sehr wohl. Und der Verein der niederländischen Sprache in Neustadt und Umgebung zählt um die 20 aktive Mitglieder und treffen sich jeden Monat beim Stammtisch. Es gibt dann 6 Jahre Niederlande bei der Weinbruderschaft, die jedes Jahr zum Ordenstag nach Neustadt kommen. Viele Freundschaften sind entstanden und werden bis heute gepflegt. Und deshalb kommen auch noch regelmäßig Niederländer, die hier gewohnt haben, auf Besuch. Die Partnerschaft mit der niederländischen Gemeinde Erzüstere sorgt dafür, dass auch in der Zukunft neue deutsch-niederländische Impulse gegeben werden und Austausch von Menschen und Ideen stattfinden. Also kann ich abschließend und als Schlussfolgerung sagen, vollmundig, Neustadt und die Niederlande, es war und ist eine wunderbare Geschichte. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und